Hallo, meine lieben Jungfrauen, herzlich willkommen zu eurem Sternzeichen-Special. Wir schauen rein, wenn du Single bist oder momentan dich in einer stagnierenden Beziehung befindest, wie dein Neuanfang lebbar wird. Für mich kommt hier wirklich eine optimistische Zeit rein, eine Reise, Zeit für Verlobung und Flitterwochen. Hier ermächtigst du dich jetzt, eine Entscheidung zu treffen und erweiterst deinen Horizont. Hab viel Spaß mit deinen Erkenntnissen. Hallo, meine lieben Jungfrauen, herzlich willkommen hier bei Soul Balance Tarot. Ich bin die Sani und wir starten heute deinen Kollektivblick in dein Special für dich als Sternzeichen. Und zwar schauen wir heute rein, solltest du Single sein oder momentan in einer Beziehung, wo du das Gefühl hast, festzustecken, zu stagnieren, schauen wir heute rein, eben welche Beziehungsmuster, Verhaltensweisen in einer Beziehung oder einer alten, verflossenen, vergangenen Beziehung darf denn hier gelöst werden, damit gegebenenfalls etwas leichter wird oder aber auch du frei und offen für eine neue Liebe bist. Ja? Ihr Lieben, seid sehr ehrlich und bedenkt, es ist eine Kollektivenergie, sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Ich gehe in der Annahme, du bist reflektiert genug und wirst spüren, wann es die deine Legung ist. In diesem Sinne, ihr lieben Männer, seid so lieb und dreht's euch um. Ich lege immer aus der Sicht einer Frau, versuche es aber allgemein neutral zu halten. So, ich würde sagen, ihr Lieben, wir starten. Ja, der ein oder andere schaut von euch immer wieder in die Vergangenheit, hat vielleicht in der Vergangenheit ja keine Entscheidung getroffen, eine falsche Entscheidung getroffen, vielleicht auch keinen Plan gemacht, ne, weil es hier in Reverse ursprünglich rausgekommen ist. Hier geht es aber ganz klar im Verhalten um eine zutreffende Entscheidung. Fragen wir doch mal, ja. Hier geht es um Leidenschaft, Neuanfang, Kreativität, Potenzial, Inspiration, etwas, was Wachstum dir verspricht. Ja, vielleicht geht es auch im Beziehungsmuster ums Empfangen, um die Empfängnis. Denn 1 und 2 Stäbe sind 3 Stäbe. Du darfst hier die Wunden der Vergangenheit, die alten Muster als verletzter Krieger, abarbeiten. Du hast jetzt hier schon 9 Stäbchen durchgearbeitet, meine liebe Jungfrau. Ja, das heißt, hier sagst du, okay, wenn das so ist, dann taugt mir das nicht. Wenn das habe ich geduldet, das möchte ich nicht mehr. Hier ziehe ich eine Grenze, hier ziehe ich eine Schutzmauer. Hier lasse ich nur noch das und jene durch, die gut für mich sind. Vielleicht darfst du hier einfach auch mal mit den 9 der Stäben die alten Verletzungen alter Beziehungen auflösen, ja? Denn wir haben die 9 und 2 sind 11 und noch 1 dazu sind 12. Das heißt, hier geht es wieder final um die 2 der Stäbe, eine Entscheidung treffen. Wo möchtest du ein neues Abenteuer starten und vielleicht auch wirklich nicht immer die Vergangenheit reflektieren bzw. durchforsten, was war denn alles in der Vergangenheit, sondern hier wirklich 2-mal die Themenkarten der Entscheidung zu treffen, für Ausgleich, Balance, Harmonie und Gerechtigkeit zu sorgen. Ja, das heißt, hier geht's in deinem Verhalten um Karma, um das, was du ausgesät hast, wirst du ernten, um ja das Loslassen von der Nichtentscheidung treffen, genau von der Geduldsphase, ja, hier von der Stagnation. Vielleicht warst du ungeduldig, hattest es hier oder hast es hier mit immer leidenschaftlichen Affären zu tun gehabt, ne? Spaß, Abenteuer, Freigeist wolltest du vielleicht in deiner Beziehung sein, hast hier abgewartet, ne? Kam aber zu Kummer und Sorgen, schlaflosen Nächten. Die dürfen jetzt aber mit Arbeit, Zeit und Investition geheilt werden. Denn ihr Lieben, die 8 der Münzen ist die Folgekarte der 7 der Münzen. Das heißt, ne, du wolltest hier den Horizont nicht erweitern, weil der Bube der Schwerter in Reverse gekommen ist. Das heißt, hier geht es auch darum, neues Wissen zu erfahren, neue Kommunikationsarten zu probieren, auch den Blickwinkel zu ändern und hier zum Experten zu werden, nämlich auch bereit zu sein, Abenteuer hinter sich zu lassen und langfristig für Wachstum, Erfolg und Fülle zu sorgen. Ja, hier geht es darum, dass leidenschaftlich etwas Neues erblühen möchte für dich, dass hier ein Neuanfang Wachstum, Erfolg und Fülle verspricht. Ja, so, wir schauen mal mit den Chuck Speziano-Karten der Liebe
Um was geht es denn für meine lieben Jungfrauen? Auch der Page der Schwerter, ne, schaut immer wieder in die Vergangenheit. Das kam mir bei dieser Karte schon rein. Du darfst aufhören, immer wieder alten Entscheidungen, die du vielleicht nicht getroffen hast oder wo du zu lange abgewartet hast, hinterher zu trauern. Sondern jetzt ist Zeit, sein Herz zu öffnen und hier als verwundeter Krieger noch ein Stäbchen, nämlich das Ass der Stäbe, dazu zu nehmen, damit wir in die Vollendung kommen, in den Zehn der Stäbe, um die Kraft zu haben, eine Sache, Situation hinter dir zu lassen, die dich wirklich fast in die Depression, Burnout und Erschöpfung gestürzt hat. Ja, du hast hier Verantwortung und Druck von anderen getragen. Jetzt ist Zeit, eine klare Entscheidung und zwar für dich zu treffen. Was möchtest du? Was begeistert dich? Was motiviert dich? Für was brennst du in einer Beziehung? Ja, ihr Lieben, und da haben wir schon den Ritter der Stäbe nochmal bestätigt mit der Angst vor Verpflichtung. Entweder du hattest immer Partner oder hast Partner oder Partnerinnen, die Angst vor Verpflichtung haben oder aber auch gespiegelt, du hast Angst vor Verpflichtung, ja? An diesem Kapitel darfst du jetzt arbeiten. Du bist vielleicht auch von dem Ritter der Stäbe, der eh für, ja, Mr. Sexy, Mrs. Sexy, für Leidenschaft, Sexualität, Intimität, ein kurzes, schnelles Abenteuer steht, verraten worden. Jemand hatte hier, kommt mir rein, wirklich Angst vor Verpflichtung, hatte vielleicht auch geschaut oder schaut aktuell, wo das Gras grüner ist. Hier geht's ganz klar um die Kommunikation, wie ich schon gesagt habe, ne, hier klar zu kommunizieren, den Horizont zu erweitern, ja, auch zu recherchieren im Internet, sich weiterzubilden, weiter zu forschen, was du hier noch brauchst, um dich quasi aus, ja, stagnierenden Beziehungen, wo jemand nichts für dich getan hat, wo es nur um Leidenschaft ging, zu befreien. Die Kommunikation und deine eigene Schönheit, der Schlüssel zum Erfolg. Erkenne deine eigene Schönheit in dir selber, befreie dich von den Herausforderungen, auch wenn Angst vor Verpflichtung vielleicht deines war, ja, du hier nur Leidenschaft und Spaß wolltest. Vielleicht hast du auch erkannt, du hast dich selber sabotiert und verraten. Jetzt geht's um Gnade, meine Lieben, um Offenheit und dass du es schaffst, aus den Zweifeln, den Zwei der Schwerter, der Zerrissenheit auszutreten. Und nochmal die Karte Gnade für dich, ganz, ganz wichtig. Okidoki. So, Chancenpotenzial auf einen Neuanfang, wenn du erkennst, wie wunderschön du bist, wenn du offen bist, dein Herz aufmachst, hier aus der Planungsphase eine klare Entscheidung triffst, Richtung Zukunft voranzugehen und die Zweifel hier eben aufgrund der Verletzungen der Vergangenheit, ja, Verrat, Betrug hinter dir lässt. Jetzt darf dein Herz sich öffnen und du darfst ins Empfangen kommen. So, wir schauen mal mit den Karten des Lebens. Was haben diese für eine Botschaft für dich? Ja, folge deiner Inspiration mit dem Ass der Stäbe, deiner Kreativität, starte etwas neu, folge einem Neuanfang voller Begeisterung, ja, hier möchte etwas wiedergeboren werden, etwas Neues starten, du hast zwei positive Karten, wir fragen jetzt mal hier noch nach den Zweifeln, was hilft dir aus den Zweifeln raus, deine Eigenermächtigung, ihr Lieben, wow, ihr habt drei positive Karten, das heißt, du darfst jetzt, meine liebe Jungfrau, ganz klar in die Kommunikation kommen, auch wenn dich in einer Partnerschaft jemand betrogen, verraten hat, so folge jetzt hier als Chancenpotenzial deinem leidenschaftlichen Neuanfang, starte etwas Kreatives neu, ein neues Hobby, ein neues Projekt, eine neue Wohnung, eine neue Beziehung. Ja, hier geht es darum, dass etwas ganz neu, voller Reinheit, auch mit der magischen 7 vielleicht im Sirius-Portal für dich beginnen möchte oder begonnen hat. Ja, bleibe offen für das, was kommen möchte. Hier kommt nämlich die Schönheit in dein Feld und ermächtige dich selber, hier dich von Altem zu lösen und für Fülle und Genuss in deinem Leben zu sorgen. Ja, bist du ready? Bist du bereit, den Vorhang zu lösen? Hast du hinter alte Strukturen geschaut? Ja, weil sie kam so rum. Schaue hin, fühle hin. Hier kommt eine glückliche Überraschung auf dich zu. Sei wow, der Visionär deiner Zukunft. Und genau das ist auch das Thema des Wochenblicks. Ja, hier geht's wirklich drum, mitzukreieren, mitzuschaffen, eine neue Welt zu erschaffen, dein innerer und äußerer Stern zu sein, für dein Leben ein- und aufzunehmen.
aufzustehen, dich zu befreien aus der Vergangenheit, aus den guten alten Zeiten und aus den alten Tragödien. Wow! Ermächtige dich selber hier, deine Inspiration und schöpferischen Fähigkeiten aus dem Universum in die Tat umzusetzen. Lebe deine Träume, werde aktiv und komme ins Handeln. Werde bereit, hier den Vorhang der Dunkelheit, der Traurigkeit zu öffnen. Befreie dich von Verpflichtungen, die dir nicht gut getan haben. Hab keine Angst, denn hier sind die Ketten der emotionalen Abhängigkeit gesprengt. Du schaffst es, dich hier zu befreien von deinem Ritter der Stäbe, der vielleicht nur Leidenschaft wollte oder aktuell hast du das Gefühl, du möchtest mehr. Ja, ihr Lieben, na klar, Herzöffnung, Herzchakra, Herzheilung. Mach dein Herz auf, bleib offen. Hier möchte etwas Neues geboren werden. Ja, und auch nochmal das Thema Wochenblick, Sakralchakra. Triff eine Entscheidung. Was gibt dir Kraft und Stärke? Wo bekommst du Power? Und was nimmt dir deine Kraft und Stärke, dein Leuchten? Mach die Arme auf hier, sei offen, Liebe zu empfangen, kommt mir für dich hier wirklich rein, denn wenn du ins Empfangen kommst von Harmonie, deiner eigenen Selbstliebe, dann hast du die Chance, hier etwas Neues in Empfang nehmen zu dürfen. So, wir fragen mal. Ich sehe schon wieder, die Karten sind fast zu weit oben, aber wir lassen es jetzt so. Was kommt für meine lieben Jungfrauen denn noch an Neues ins Feld, beziehungsweise was ist wichtig für dich zu wissen? Dankeschön. Bei euch muss ich gar nicht reinlesen in viele Karten vom Chuck Spezzano, denn die sind so selbsterklärend mit der Überschrift des Tarots, dass wir hier schon alle Informationen haben. Ja, hier kommt karmische Gerechtigkeit auf dich zu, sorge für innere und äußere Balance und ihr Lieben, ne, auch diese Karte steht für eine Entscheidung. Wo bist du bereit, hier deine Arme aufzumachen? Wir haben hier die offenen Arme, wir haben hier die offenen Arme, wir haben hier die offenen Arme, um deinen Vorhang aufzumachen und dich von den alten, tristen Geschichten der Tragödien zu befreien. Kommuniziere klar über den Verrat, kommuniziere klar über die Verpflichtungen, die du nicht möchtest und ermächtige dich selber in diese, lesen wir rein. Ja, das Wurzelchakra, das Ass der Münzen, verwurzle dich neu, baue dir ein Fundament, sorge für deine eigene Stabilität und Sicherheit. Ne? Hier geht es wirklich darum, auch der Magier zu sein, mit der Nummer 1 etwas Neues starten zu lassen, nämlich hier materielle und spirituelle Möglichkeiten, ne, die 6 der Münzen geben und nehmen im Einklang. In deiner Beziehung oder in vergangenen Beziehungen war das Geben und Nehmen nicht in Ausgleich. Wow, ihr Lieben, du hast 2-mal das Ass der Münzen mit dem Base Chakra und das Ass der Münzen sogar selber. Also hier steht wirklich alles auf Neuanfang, ein neuer Job, der dir vielleicht hilft, Licht in deine Beziehung zu bringen, ein neuer Umzug, ein neuer Samen, etwas, was hier vielleicht auch gepflanzt werden möchte. Du hast die Chance und Möglichkeit zu entscheiden, welchen Samen, welches goldene Saatkorn pflanzt du, wo bekommst du Erfolg, Fülle und tragen deine Früchte sozusagen die reiche Ernte ein, ja? Momentan bist du hier mit den 9 der Schwertern, Suffering in Silence, zurückgezogen in deinem Gedankenkarussell, ja? Du darfst hier aber auch mal schauen aus der Ferne, welche Herausforderungen dich zum verwundeten Krieger gemacht haben. Wir haben hier die 9 und hier die 9. Hier geht's wirklich um einen Zyklus, um reif und weise und vollkommen zu sein, ja? Die Herausforderungen haben dich zum verwundeten Krieger gemacht, aber du darfst jetzt die Verletzungen in Erfahrung umwandeln, auch als Weisheit nutzen. Du bist jetzt ganz klar in deiner Kommunikation, befreist dich von ja emotionalen Abhängigkeiten, von Menschen, die deinen Wert nicht erkannt haben, darfst hier aus dem Zweifeln, weil sie in Reverses aussteigen, ja, du hörst hier auf, nicht länger eine Entscheidung nicht zu treffen, sondern darfst aktiv werden und dich, für deine Neugeburt sozusagen, ja, ermächtigen und entscheiden. So, wir schauen mal in die Ermächtigung. Wenn du nicht möchtest, dann spul gerne vor.
Die Geschichte der Ermächtigung handelt davon, dass wir uns selbst Schritt für Schritt aus der Geisteshaltung des Opfers herausführen. Je mehr wir verstehen, annehmen, vergeben, heilen und uns wieder neu verbinden, ne, mit dem Ast der Münzen, umso stärker wächst unser Gefühl des Friedens und auch unsere Zuversicht. Dies befreit unseren Groll, unsere Urteile und unseren Rückzug, die daher rühren, dass wir zum Opfer gemacht wurden. Ne, du fühlst dich vielleicht aufgrund Verrat und Betrug in einer Beziehung, vielleicht auch im Bereich der Arbeit, hintergangen. Die Geschichte der Ermächtigung lässt unsere Versuche los, die Kontrolle zu behalten oder andere Menschen zu beherrschen, um uns selbst zu schützen. Ne? Der verwundete Krieger, die neun der Stäbe, sorgen auch für Schutz. Du blockst ab. Kontrolle ist in Wahrheit eine Abwehrstrategie, die den Schmerz in uns eingeschlossen hat. Da sie eine Abwehrstrategie ist, führt sie jedoch früher oder später genau das herbei, das sie verhindern will. Denn Kontrolle führt zum Machtkampf, der den alten Schmerz auslöst. In der Geschichte der Ermächtigung sind wir bestrebt, diejenigen zu ermächtigen, die das Gefühl haben, machtlos zu sein. Und wir tun dies in dem Wissen, dass wir ermächtigt werden, wenn wir selbst ermächtigen. Und dass wir, wenn wir selbst helfen, offen für Hilfe sind, wenn wir sie brauchen. Mit deinem Wunsch und deiner Bereitschaft zur Transformation gehst du über deine Angst vor deiner Macht, deiner Größe und deiner Lebensaufgabe hinaus. Wenn du die Geschichte der Ermächtigung lebst, dann hast du dich der Aufgabe verschrieben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Yes, ihr Lieben, ich sage ja, wir haben momentan die Möglichkeit, das Potenzial durch die Aufarbeitung der Vergangenheit in die Hand zu nehmen und eine neue Welt zu erschaffen. Ja, erzähl dir eine neue Geschichte, lass die Verwundungen der Vergangenheit und die Zweifel los. Bekomme hier eine andere Perspektive, erkenne, wie schön die Liebe ist, wie schön es ist, wenn man offen für Neues ist, wenn man aus Liebe handelt, zieht man auch Liebe an, widme dich der Offenheit, dann hast du hier die Chance, eine glückliche Überraschung im Bereich des Geben und Nehmens, ja, dass hier, ja, Mangeldenken, Mangelbewusstsein mit den 6 der Münzen überwunden wird, in Empfang zu nehmen, ja, hier, du überblickst die Herausforderungen der Vergangenheit, erkennst, dass du aufgrund dieser oder dessen gewachsen bist, machst dich jetzt ready, auch hier über Kommunikation, vielleicht auch Kommunikation auf dem Weg zu dir, ja, auch vielleicht, ne, übers Internet, reflektiere und lass die Vergangenheit, in der du keine oder falsche Entscheidungen getroffen hast, deines Erachtens nur, ne, los. Ihr Lieben, wir treffen keine falschen Entscheidungen, jeglich keine Entscheidung zu treffen, ist eine falsche Entscheidung, weil das heißt nein. So. Wow, ihr Lieben, ich sag ja, das Ast der Münzen, neue Angebote, neue Kommunikation, Neuanfang, der Genuss des Lebens, handfester Neustart für dich greifbar. Genieße die Ekstase eurer festlichen Zeit zusammen. Vielleicht startest du auch nach Klärung, nachdem du hier eine Entscheidung getroffen hast, neu durch. Vielleicht auch in deiner Beziehung, kommt mir aber für viele hier rein, dass ihr mit der Vergangenheit abschließt und jetzt etwas Neues hier, was euch beflügelt und begeistert, umsetzt. Wir haben noch die Verlobung. Dein Liebesleben erreicht eine neue Stufe der Hingabe. Ja, ne? Schönheit zieht Schönheit an. Offenheit, wenn du ein offenes Herz hast, ziehst du auch Menschen an, die dir auch auf Herzensebene begegnen, ne? Wo Herzgespräche von Herz zu Herz möglich sind. Wir schauen auch nochmal in die Geburt kurz rein und dann gehen wir weiter. Ja, du befreist dich aus unerwiderter Liebe, ne? Hier von dem Ritter der Stäbe, denn sie liegt in Reverse. Die Chemie ist nicht stark genug, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten. So, wir lesen jetzt noch rein in die Geburt und dann ziehen wir mit meinem Tarotdeck ein paar Charaktereigenschaften von deinem Gegenüber, von deinem neuen Gegenüber oder auch potenzielle, ja, Energie, wie du dich weiterentwickelst. So, wir haben die Geburt. Die Geschichte der Geburt ist eine Geschichte, in der uns der Sprung auf eine vollkommene neue Stufe gelingt. Eine Geburt ist Teil unserer natürlichen Entwicklung und zeigt, wie weit wir bisher gekommen sind. Jede schmerzliche oder negative Situation, ne, hier, die heute in unserer Umgebung geschieht, ist ein Versuch, uns vor der Entscheidung oder von der Entscheidung für diese Neugeburt abzulenken.
Wir führen diese Neugeburt herbei, indem wir nicht nur den nächsten Schritt, sondern vielmehr den nächsten Schritt auf eine vollkommen neue Stufe gehen wollen. Heute ist eine radikale Veränderung gefordert und es kann eine ganz leichte Geburt sein. Ja, wenn du die Zweifel an ACTA legst, ne? Denn diese Karte ist auch besonders hilfreich, wenn das Ego uns glauben machen will, wir seien am Ende angekommen. Nein, 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 ihr Lieben, ne? Höre instinktiv hier auf dein höheres Bewusstsein. Hier steht eine Neugeburt an. Am Ende dieses Tages kannst du wahre Freude über das empfinden, was du vollbracht hast. Und dein Leben wird einen neuen Horizont haben. Ich sage ja, Horizonterweiterung, sagt der Page der Schwerter auch. Ja, du hast in der Hand, welchen Neuanfang du neu starten lässt. Du hast in der Hand, für welche Zukunft du dich entscheidest. Und du hast auch in der Hand, wie eine Geschichte, die dir vielleicht nicht mehr gut tut, weitergehen soll. Denn du bist dein eigener Visionär deiner Zukunft. So, ihr Lieben, wir schauen rein. Was bringt dein neues Gegenüber, falls du auf der Suche nach einem neuen Gegenüber bist, denn für sich mit sich? Was ist wichtig für dich jetzt zu wissen? Ganz tief im Urvertrauen bei dir zu bleiben, im Fluss des Lebens. Vielleicht genießt du eine Reise mit deinem Partner, nachdem ihr neu anfangt. Aber ich denke, hier kommt Chance und Potenzial auf einen wirklichen Neuanfang mit dem Ass der Stäbe. Hier geht es um sinnliche Zeiten, genussvolle Zeiten. Du möchtest auch einen Partner haben, der die schönen Dinge mit dir im Leben genießt, der charakterstark, ausstrahlungsstark und auch selbstbewusst ist. Ne? Intelligent darf er selbstverständlich auch sein. Optimistisch, zuversichtlich und lebensfroh kann deine Energie sein und selbstverständlich dann auch die deines Gegenübers. Ne? Wenn optimistische Menschen ziehen, optimistische Menschen an. Mütterlich, nährend, umsorgend und fürsorglich. Das heißt, hier erfährst du Liebe auf Augenhöhe. Diese Situation verspricht Wachstum. Sie ist nährend, sie ist umsorgend. Dein Gegenüber ist nährhaft oder nahrhaft, fleißig, bemüht, ergebnisorientiert und auch ehrgeizig, ja, bleibe offen für die Dinge, die sich dir hier zeigen wollen und du bist hier emotional stabil, gefestigt, hast jetzt die Möglichkeit, dein gesundes Umfeld auszubauen mit einem neuen Partner in deiner Beziehungswelt sozusagen, wenn du dich neu verwurzelst, dann festigst du dich auch emotional. Ihr lieben Jungfrauen, in diesem Sinne wunderschön, ihr habt hier zweimal das Ass der Münzen, das Ass der Stäbe, ich vermute für euch, gibt es einen kompletten Neustart nach einer Zeit, in dem ihr Frieden schließen dürft, wo ihr keine Entscheidung getroffen habt? Befrei dich aus Angst vor Verpflichtung, kommuniziere klar, wie du dir was in Kreativität einen Neustart vorstellst, die Wiedergeburt hier für dich möglich, komm in die Selbstermächtigung, dann bekommst du eine glückliche Überraschung mit den 6 der Münzen vom Universum geschenkt. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit, für dein Vertrauen, auch für deinen Daumen hoch und kostenloses Abo. Teil dieses Video gerne, damit ganz viele in die Eigenermächtigung kommen. Erkenne an, wie wunderschön du bist. Lass dein Herz offen strahlen von innen nach außen. Öffne dich der Liebe, dann finde dich die Liebe von ganz allein. Sei du selbst die Liebe und ich sag bis ganz bald und dahin. Ciao, ciao, deine Sunny.